In den Videos zu dem Quader und den Prismen habt ihr kennengelernt, was das ist und wie man seinen Oberflächeninhalt berechnet. Jetzt soll es darum gehen, wie man das Volumen eines Quaders berechnet. Das Volumen zur Erinnerung war ja die Menge, die man in diesen Körper reinfüllen kann. Zum Beispiel, wie viel Wasser passt in diesen Quader. Dazu gucken wir uns das jetzt nochmal an. Wir haben hier unten ja die Grundfläche. Unten ist die Grundfläche, das ist die gleiche Fläche wie hier oben. Na, also diese viereckige Fläche hier unten. Und wir haben hier nochmal diese Seitenkante, ist die Höhe des Körpers. So, und das Volumen berechnet man ähnlich wie den Oberflächeninhalt. Also, wir berechnen zunächst, gucken wir uns einmal die Grundfläche an, gucken, wie groß die Grundfläche ist. Damit haben wir die ganze Fläche unten schon berechnet. Und jetzt kann man sich vorstellen, man legt diese Fläche immer wieder übereinander hier rein, bis man oben angekommen ist. Immer wieder scheibchenweise da reinlegen, bis man da oben ist. Und das macht man so lange, wie diese Höhe lang ist. Also berechnet man das, indem man die Grundfläche mal die Körperhöhe rechnet. Und das wollen wir uns jetzt einmal in diesem Video angucken. Dazu legen wir den Quader ein bisschen zur Seite. Und gucken uns das Ganze einmal an einem Beispiel an. So, wir nehmen das gleiche Beispiel wie gerade bei dem Oberflächeninhalt. Hier vorne ist immer noch unsere Seite A. Und hier an der Seite ist die Seite B. Also hier vorne ist A, ist 4 cm lang, B ist 6 cm und die Höhe des Körpers ist immer noch gleich. Es ist immer noch HK gleich 9 cm. So, wenn wir uns das jetzt angucken, haben wir gerade festgestellt, das Volumen berechnet man, indem man die Grundfläche mal die Höhe des Körpers rechnet. Also V ist gleich G mal HK. Okay, sieht jetzt erstmal nicht so schrecklich aus. Gucken wir uns doch erstmal das G an. Das ist genauso wie gerade bei dem Oberflächeninhalt. Hier unten die Fläche. Wir haben ja gelernt, eine Fläche berechnet man, indem man die eine Seitenkante, also die eine Seitenlänge, mal die andere Seitenlänge rechnet. Also haben wir hier, G ist das gleiche wie A mal B. Okay, super. A und B haben wir gegeben, also können wir das einfach einsetzen. Das heißt, G ist gleich A, gucken wir oben. A ist 4 cm. Dann schreiben wir das doch dahin. 4 cm. Mal B. B sind 6 cm. Okay, schreiben wir dahin. So, und 4 mal 6 sind 24 cm normalerweise. Aber wir haben ja nicht vergessen, ne? Eine Fläche. Also 24 Quadratzentimeter. Weil ich rechne ja auch Zentimeter mal Zentimeter. Komme also auf ein Quadrat. Genau, und es ist ja immer noch eine Fläche. Okay, und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Weil das G haben wir jetzt ausgerechnet und das HK haben wir hier oben gegeben. Also können wir das jetzt einsetzen in unsere Formel. V ist also gleich G, sind die 24 Quadratzentimeter, mal die Höhe, mal die 9 cm. So, 24 mal 9 müssen wir ausrechnen, das sind 216. 216. Jetzt haben wir Quadratzentimeter nochmal mal Zentimeter, also kommen wir auf Kubikzentimeter. Zentimeter hoch 3. Kubikzentimeter. Also würden jetzt hier in unseren Quader 216 Kubikzentimeter reinpassen. Das ist das Volumen des Quaders, was wir hier gegeben haben, genauso wie das berechnet. Also nochmal zum Zusammenfassen, wir brauchen die Grundfläche, die wir aber auch schon zum Beispiel brauchen, wenn wir den Oberflächeninhalt ausrechnen. Und wir brauchen die Körperhöhe. Und damit können wir schon das Volumen berechnen. Also berechnen wir einfach die Grundfläche. In diesem Fall ist es zum Beispiel ja nur ein Rechteck. Also rechnen wir A mal B. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel nochmal aus dem Anfang was angucken. Wenn wir uns nochmal das Dreiecksprisma angucken. Dann haben wir auch hier unten die Grundfläche. Hier ist die Grundfläche und hier oben ist die Grundfläche. Und dafür müssen wir dann die Grundfläche berechnen. Die Grundfläche hier ist halt ein Dreieck. Die Formel für ein Dreieck, zur Erinnerung, war G mal H durch 2. Aber hier jetzt Vorsicht, hier steht ein normales H und das meint die Höhe des Dreiecks. Also die
Hier unten ist ein rechter Winkel, die unten auf der Seite steht. Diese Seite hier ist das G, also die Seite hier hinten. Ist die Grundseite des Dreiecks. Und hier haben wir die Höhe. Also das H. Das H ohne K. Und dann können wir das berechnen. Wir haben hier einmal die Grundseite, die setzen wir da ein, rechnen das mal die Höhe und teilen das durch 2. Aber da wäre es auch genauso wie bei dem anderen, bei dem Quader, dann wären die Sachen schon angegeben. Dann hättet ihr nicht nur A und B angegeben, sondern auch G und H. Also G und H von dem Dreieck. Und so könnte man das dann auch bei einem Dreiecksprisma berechnen.